Ich möchte Ihnen etwas erzählen über die Sphärenharmonie, über die früheren Vorstellungen der Sphärenharmonie, die für mich selber dann Ausgangspunkt waren, mit modernen astronomischen Methoden zu untersuchen, was an diesen früheren Vorstellungen eigentlich dran ist. Der Begriff Sphärenharmonie ist ungefähr 2.500 Jahre alt. Er wurde von Pythagoras zum ersten Mal gebraucht. Pythagoras, ein griechischer Philosoph und Mathematiker, der von 570 bis 490 ungefähr lebte, vor Christus, also vor 2.500 Jahren, und der die alten mythologischen Vorstellungen, dass der Kosmos und der Klang irgendwie miteinander in Verbindung stehen, dass Schöpfungsprozesse, wie sich die Menschen früher das mythologisch vorstellten, mit Musik oder mit Klang zu tun haben. Pythagoras hat das zum ersten Mal auf eine rationale Ebene, so wie das griechische Denken vor 2.500 Jahren eben vom Mythos zum Logos, also zum logischen Denken, zum rationalen Erfassen der Dinge vorangeschritten ist, das philosophische Denken und teilweise auch das praktische Denken. Also eine Vorstellung, dass der Kosmos in irgendeiner Weise besonders geordnet ist, vielleicht auch eine Ordnung aufweist, die der Ordnung unserer Musik entspricht oder wo es Parallelen gibt, was dann sich durch das ganze, die ganze Antike zog und durch das Mittelalter übernommen wurde und was vor ungefähr 400 Jahren durch Johannes Kepler auf eine neue Stufe gestellt worden ist. Kepler hat ja die Planetengesetze entdeckt und konnte damit die Bewegung der Himmelskörper sehr viel genauer berechnen, als das vorher war. Und Kepler hat dann in gewisser Weise wissenschaftlich untersucht, ob es so etwas wie Sphärenharmonie wirklich gibt. Und diese alten Vorstellungen nach Kepler gab es dann auch einige andere, die an dem Thema gearbeitet haben. Aber wenn man von Sphärenharmonie heute spricht, dann kommt man an Johannes Kepler keinesfalls vorbei. Er hat also da die Grundlagen für jede ernsthafte Beschäftigung mit diesem Thema gelegt vor 400 Jahren. Kepler als Entdecker der Planetengesetze, dafür ist er wissenschaftlich ja auch anerkannt, vielleicht wissen Sie das. Begriffe wie Sphärenharmonie nimmt man in der Wissenschaft nicht so besonders ernst. Die gebraucht man vielleicht manchmal gerne als Metapher, aber dass es da wirklich einen Zusammenhang mit unserer Musik gibt, mit der Ordnung der Musik, das ist eine Vorstellung, wie man denkt, die wohl genauso viel oder wenig Substanz hat wie zum Beispiel die Astrologie. Also verstehen Sie das nicht, dass ich was gegen Astrologie sagen will. Ich will nur sagen, wie die Wissenschaft das heute sieht. Ja? Also mit diesen Fragen habe ich mich aus bestimmten Gründen, das hatte bei mir vor allen Dingen mit einer sehr intensiven Beschäftigung mit der Musik zu tun, mit der Bedeutung der Musik, mit der Geschichte der Musik und der Musikästhetik, wie die Menschen dachten, was Musik eigentlich ist. Daraus ist diese Beschäftigung mit mir, bei mir erwachsen, weil in früheren Zeiten alle Philosophen über Musik gesprochen haben und sehr oft unsere irdische Musik in einen Zusammenhang gestellt haben mit dem, was sie unter Sphärenharmonie sich dachten. Gut, also ich habe diese früheren Vorstellungen untersucht, ich habe die analysiert und ich habe dann weitergearbeitet und glaube, einige wirklich sehr interessante Phänomene gefunden, Ordnungsstrukturen in unserem Sonnensystem, die ich dann veröffentlicht habe in einem Buch. Das Buch heißt Die Signatur der Sphären, das können Sie sich da auch anschauen und wenn Sie möchten, nachher auch erstehen. Und ich möchte Ihnen heute einige wesentliche Aspekte davon vorstellen. Das ist ein sehr umfangreiches Thema, sodass ich manches auslassen muss, manches auch nur kurz andeuten kann, aber manches auch Ihnen intensiver präsentieren kann. Ich sagte, dass Pythagoras, der Begründer, wenn man das so sagen kann, der Sphärenharmonie, des Gedankens einer Sphärenharmonie war. Und Platon, der dann etwa 200 Jahre später lebte, war diesbezüglich
Pythagoreer. Er hat diese pythagoreischen Vorstellungen dann aufgegriffen in seinen Werken. Und ich möchte beginnen mit einem Zitat von Platon. Jede Figur, jede Zahlenverbindung, das ganze System der Harmonie und des Umlaufs der Gestirne muss demjenigen, der auf die rechte Weise belehrt wird, als einziges und gemeinsames großes Ganzes erscheinen. Denn jedem aufmerksamen Beobachter wird es einleuchten, dass ein natürliches Band all diese Gegenstände umschlingt. Also die Überzeugung, dass es ein natürliches Band gibt, etwas Gemeinsames zwischen ganz verschiedenen Bereichen, der Harmonie, der Musik, den Zahlen, den Zahlenverbindungen, den Figuren, also zum Beispiel geometrischen Figuren und dem Umlauf der Gestirne. Das ist der Grundgedanke. Und was dann Sphärenharmonie sein kann, das kann man unter mehreren Gesichtspunkten sehen, verschiedene Aspekte. Ich will hier mal nur vielleicht die drei wesentlichen oder für mich zumindest wesentlichen Aspekte hier einleitend aufzeigen. Das ist einmal die Geometrie, wie sie zum Beispiel in der Anordnung der Planeten zum Ausdruck kommt. Die eigentliche Sphärenmusik im Sinne einer Entsprechung zwischen planetarischen Verhältnissen und musikalischen Verhältnissen. Und als dritter Punkt hier das Spiel der Bewegung der Himmelskörper. Und das ist vielleicht das Eindrucksvollste, dass sich in den Bewegungen, wenn man sie langfristig in Beziehung setzt, ganz erstaunliche geometrische Figuren zeigen werden. Dafür werden wir Beispiele sehen. Wir werden auch sehen, wie solche Figuren dann zustande kommen. Und das sind eben verschiedene Aspekte, die diesen Gedanken, dass in dem Kosmos eine besondere Ordnung vorhanden ist, eine geometrische Ordnung, eine musikalische Ordnung. Ich möchte damit beginnen, dass ich Ihnen jetzt mal einen kurzen Überblick einfach über unser Planetensystem gebe. Wir sehen hier den inneren Bereich der Planeten. In der Mitte haben wir die Sonne und dann Merkur, Venus, die Erde und den Mars. Wir sehen jetzt schräg auf das Planetensystem. Dieses wäre die Draufsicht. Also jetzt schaut man quasi von oben auf die Ebene. Die Planeten bewegen sich fast in einer Ebene. Da gibt es nur ganz kleine Abweichungen aus dieser Ebene. Sie gehen also nicht kreuz und quer durch den Raum. Sondern das ist schon mal das Erste, was auffällt, wofür die Astronomen natürlich sehr lange brauchten, um das rauszufinden. Das ist ja nicht selbstverständlich. Wir werden uns jetzt langsam an diese Ordnung Strukturen herantasten. Dazu zeige ich Ihnen zuerst die Bewegung von Venus und Erde. Venus im Inneren, in der Mitte haben wir die Sonne, die Erde außen. Die bilden jetzt ihre Bahnen. Venus hat ihre Bahn schon vollendet. Die Erde braucht ja 365 Tage, Venus braucht ungefähr 225 Tage. Und Sie sehen, hier wurde jetzt ein Punkt markiert. An diesem Punkt lagen die Planeten mit der Sonne auf einer Linie und hatten den kürzestmöglichen Abstand. Man nennt das Konjunktion. Sie sehen, dass sich der Abstand zwischen den Planeten, der an dieser gelben Führungslinie eben sofort ablesbar ist, andauernd verändert. Gleich ist wieder der kürzeste Abstand, die nächste Konjunktion, und diese beiden Punkte sind miteinander verbunden worden. Geht es etwas schneller. Wir schauen jetzt einfach mal, was in diesem Spiel der Konjunktion dann zum Vorschein kommt.
Also man sieht, ein Fünfstern entsteht. Die Bewegungen dieser beiden Planeten sind nach der Zahl 5 geordnet. Auch das ist etwas, was schon sehr, sehr lange bekannt ist. Das wussten schon die Babylonier. Und ein Fünfstern aus 5 Konjunktionen also bildet sich in 8 Jahren. Das sind fast genau 8 Jahre. Da fehlen 2 Tage ungefähr. Und diese 2 Tage entsprechen auch dieser leichten Drehung. Sie sehen jetzt, wie der nächste Fünfstern entsteht, aber nicht genau da, wo der erste war. Es dreht sich jetzt etwas. Es gibt leichte Verschiebungen. Wie Sie das sehen, das sind ungefähr 2 Grad. Und so können Sie schon ahnen, dass es auch noch einen übergeordneten Rhythmus gibt, der darin zu sehen wäre, wenn sich dieser Fünfstern einmal um sich selbst gedreht hat. Das sind ungefähr 1200 Jahre dann schon, ne? Dieses ist zunächst mal eine auffällige geometrische Figur, die entsteht, indem man einfach die Konjunktionspositionen miteinander chronologisch verbindet. Wie gesagt, dies ist lange bekannt. Nur die Astronomen kennen es normalerweise, komischerweise selten. Also ich würde mit Ihnen jede Wette eingehen, dass jeder zweite studierte Astronom davon nichts weiß. Aber es ist so, es ist einfach ein ganz einfaches geometrisches Phänomen. Wir werden jetzt diese Bewegung nochmal auf eine andere Art sichtbar machen. Oder das zugrunde liegende Ordnungsprinzip, sagen wir es so. Und jetzt werden die Verbindungslinien, die ich auch Raumgeraden nenne, aufgetragen. Also alle paar Tage wird hier eine Linie gezeichnet. Das sind hier alle 4 Tage. Man könnte auch ein anderes Zeitintervall nehmen. Das muss nur kontinuierlich erfolgen, das gleiche Zeitintervall. Und auf diese Art sieht man dann im Grunde genommen eine Bewegungsstruktur, so kann man das nennen. Etwas, was man normalerweise eben nicht sieht, was man sich aber klar machen kann, indem man die Bewegung eben in geeigneter Weise über einen längeren Zeitraum grafisch aufträgt. Also dieser Zyklus von 5 Konjunktionen in 8 Jahren, der macht sich eben in dieser Art von Darstellung als eine Art Blütenfigur bemerkbar. Jetzt ist der Zyklus hier vollendet. Wir hatten gesehen, hier in 8 Jahren bildet sich der Fünfstern. Die Figur hier auf der rechten Seite, diese Schleifenfigur, die würde sich ergeben, wenn man die Position der Venus aus Sicht der Erde über diesen gleichen Zeitraum darstellt. Und auch da würde sich dann im Inneren ein Fünfstern bilden. Johannes Kepler hat vor 400 Jahren die Vorstellung in seinen Büchern niedergelegt, dass es so etwas wie Archetypen gibt, Urbilder. Urbilder, geometrische Urbilder, die in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel der Astronomie oder dann auch der Musik. Er hat auch die Musik geometrisch versucht zu begründen, zum Tragen kommen. Darunter verstand er göttliche Schöpfungsgedanken, so könnte man es auch ausdrücken. Man kann aber auch einfach von Urbildern sprechen und
Bei den Urbildern ist es so, dass diese Urbilder, so sagte Kepler, auch in uns drin ist. Etwas kann uns besonders berühren, wenn wir es irgendwie in uns haben. Es ist im Prinzip so mit Musik ja auch. Musik kann uns nur dann berühren, wenn sie irgendwas in uns zum Klingen bringt, irgendwas anspricht. Und das kann bei verschiedenen Menschen eben was ganz anderes sein. Archetypen, später wurde dieser Begriff ja auch von C.G. Jung in der Psychologie, wissen Sie vielleicht, verwendet. Urbilder, die also im Grunde genommen allen Menschen gemein sind, gemeinsam. Jeder Mensch, kann, egal aus welchem Kulturkreis, kann an diese Ebene der Archetypen in sich herankommen, zum Beispiel in Träumen. Eines der tiefsten Geheimnisse des Universums besteht darin, dass alles in ihm rotiert, sagte Arthur Eddington. Es war Anfang des 20., in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der bekanntesten Astronomen. Die Venusrotation spielt jetzt eine Rolle. Die Venus, alle Planeten, Sie hatten das gesehen, bewegen sich in einer Richtung um die Sonne. Wenn man von oben guckt, gegen den Uhrzeigersinn. Und alle Planeten rotieren auch in demselben Sinn. Die Erde würde dann so rotieren, aber die Venus rotiert andersrum. Also zum Beispiel Uranus schraubt sich durchs Weltall. Der liegt im Grunde genommen auf der Seite und er schraubt sich gewissermaßen so an seiner Bahn lang. Also wenn er hier seine Bahn hat, die Erde zum Beispiel würde sich dann so drehen und Uranus eben so. Also die meisten Planeten haben aber den normalen Umlaufsinn. Pluto hat auch noch irgendwie einen etwas merkwürdigen Umlaufsinn. Da kann man gar nicht genau sagen, ob so rum oder so rum. Es liegt irgendwo dazwischen. Aber normalerweise die meisten Planeten, also die, der Umlauf um der Sonne, da gibt es nur eine Richtung, da gibt es keine Ausnahme. Und bei den Umdrehungen um die eigene Achse bevorzugen die meisten Planeten die gleiche Richtung. Es gibt wenige Ausnahmen, zum Beispiel die Venus. Aus dieser Umlaufzeit der Venus und der Rotationsperiode kann man dann die Tageslänge auf der Venus errechnen. 116 unserer Tage. Warum das so ist, versuche ich Ihnen mal an diesem Bild klarzumachen. Sie sehen hier den Zeitpunkt 0. Das zeigt ein bestimmter Punkt auf der Venus genau zur Sonne. Dann bewegt sie sich in dieser Richtung weiter, rotiert aber entgegengesetzt. Hier haben wir den Punkt 0a. Sie ist ein Stück weiter und hat inzwischen die Rotation in diese Richtung vollzogen. Und hier geht es weiter. Und dann bei 1 ist sie wieder auf die Sonne gerichtet, der gleiche Punkt. Und wenn wir uns vorstellen, dass da, wo wir auf der Erde sind, eben nach 24 Stunden ist genau dieser Punkt wieder auf die Sonne gerichtet, ein Tag ist vergangen. Und bei der Venus sind das eben 116 Tage. Was Sie in der Zeichnung gesehen haben, sehen wir jetzt in der Darstellung, in der Bewegung. Die Venus läuft um die Sonne um, rotiert in die andere Richtung. In diesem Moment jetzt blitzte kurz sozusagen der Venusblick zur Sonne auf oder umgekehrt. Das war, als die Venus ungefähr auf der rechten Seite ihrer Umlaufbahn war. Und Sie sehen, nach ungefähr einem halben Umlauf ist erst ein Tag auf der Venus vergangen. Jetzt werden wir mal die Erde dazu nehmen. Also jetzt wird wieder eine Verbindungslinie zwischen Venus und Erde gezogen, und zwar jedes Mal, wenn ein Venustag vergangen ist, also in einem Rhythmus von 116,75 Tagen. Also hier wird nach ungefähr 700 solcher Verbindungslinien, 700 Venustagen, das entspricht ungefähr 240 unserer Jahre, 240 Jahre in etwa, lasse ich das mal laufen. Sie sehen hier eben auch eine fünfzählige Ordnungsstruktur.
im Prinzip, was nicht selbstverständlich ist, wenn das Intervall der Venusrotation ein anderes wäre, würde was ganz anderes rauskommen. Also nur deswegen, weil zwischen Venus und Erde eine fünfzählige Figur vorher entstanden ist, müsste das hier durchaus nicht der Fall sein. Aber es ist der Fall. Also auch die Venusrotation passt in irgendeiner Weise dazu. Doch hier möchte ich Ihnen das nochmal in einer anderen Farbe zeigen. Es ist das gleiche Bild, bloß eine vielleicht besser dazu passende Farbgebung. Bei der Venus ist es seltsamerweise so, dass sie mit der Erde die Zahl 5, mit dem Mars die Zahl 10 und mit dem Jupiter die Zahl 15 bildet. Also ähnliche Strukturen, die dann nach diesen Zahlen geordnet sind, das ist schon zunächst auffällig. Jupiter und Uranus. Wenn wir uns jetzt auch in der raumgeraden Darstellung anschauen. Jupiter hier im Inneren umläuft in knapp 12 Jahren die Sonne, Uranus außen in 84 Jahren. Außen werden auch wieder die Konjunktionen markiert. Also gleich ist der kürzeste Abstand jetzt, da ist wieder eine Konjunktion gewesen. Und damit haben wir die zweite markante Figur im Planetensystem, wenn man zwei Planeten in Beziehung setzt. Im Inneren haben wir den Fünfstern gesehen und im Äußeren bildet sich ein Hexagramm. Und Sie sehen jetzt die zweite Erscheinung, das dreht sich auch wieder, es dreht sich hier sogar um ein größeres Maß. Es ist nicht ganz so exakt wie der Erde-Venus-Fünfstern. Hier ist die Abweichung so knapp 5 Grad von einem zum nächsten Mal. Aber das Prinzip bleibt natürlich erhalten. Und zwischen zwei Planeten im weiteren Verlauf werden wir dann drei Planeten in Beziehung setzen. Zwischen zwei Planeten gibt es bis zur Zahl 12 nur diese beiden Figuren. Und ein Hexagramm, woraus bildet sich ein Hexagramm geometrisch? Woraus besteht das? Zwei gleichseitigen Dreiecken, was eben normalerweise gar nicht geht. Also wenn sich Planeten kontinuierlich bewegen, sie können ein Hexagramm niemals durch einen kontinuierlichen Linienzug zeichnen. Sie müssen absetzen, sie zeichnen ein Dreieck und dann müssen sie absetzen und zeichnen noch eins. Den Fünfstern kann man in einem Linienzug zeichnen. Aber die Planeten können das auch auf diese Weise schon, was eigentlich gar nicht geht. Ne? Es wird ja hier eine kontinuierliche Bewegung aufgetragen, sichtbar gemacht. Und jetzt werden wir einen dritten Planeten dazu nehmen, und zwar den Mars. Und jetzt wird bei Mars-Jupiter-Konjunktion, also in dem Moment war die Konjunktion, wird immer eine Raumgerade zwischen Jupiter und Uranus gezeichnet. Also je weiter wir nach außen kommen, desto langsamer sind die Bewegungen der Planeten und desto größer werden die Zeiträume, damit es zu einer Figurenbildung kommt. Was wir jetzt sehen, das wird sich nach ungefähr erst 1000 Jahren zeigen, was da eigentlich verborgen drin liegt. So, gleich werden die Planeten nicht mehr gezeichnet, dann sehen wir nur noch die Linien, die dazukommen, damit es dann wir nicht bis 10 Uhr uns nur dies eine anschauen müssen. Und Sie sehen, dass Sie hier jetzt das Zeitintervall von Konjunktion zu Konjunktion ist im Schnitt 816 Tage. Sie sehen diese sechssternartige Figur noch entstehen, allerdings bei dem langen Zeitintervall ist sie schon kaum noch erkennbar. Sie scheint aber noch durch,
Und jetzt kommt die eigentliche Transformation. Also was ist passiert? Der Sechsstern ist verschwunden oder fast verschwunden, nur noch ganz, ganz rudimentär zu erkennen. Und im Inneren haben die Linien seltsamerweise diese fünfzählige Blüte, die wir schon mal gesehen hatten, natürlich etwas anders, aber das Prinzip, das gleiche Prinzip hier getragen, gezeichnet. Also eine sehr mysteriöse Transformation dieser Figuren ineinander. Und das ist etwas, was man einfach auch, man kann zum Beispiel nicht berechnen. Das muss man geometrisch darstellen. Dieses geometrische Ordnungsprinzip, was hier zum Ausdruck kommt, ist vielleicht sogar fundamentaler als die Berechnungsmöglichkeiten, die man hat, die auf den Gravitationsgesetzen beruhen und die das A und O der Astronomen sind. Und das hat auch ein gewisses Recht, aber ob das wirklich das Einzige ist und ob es darüber nicht doch Ordnungsstrukturen gibt, die dem überlagert sind, ist, man bezeichnet das auch, und das wird auch in der Wissenschaft inzwischen in anderen Bereichen diskutiert, man hat dafür den Begriff Emergenz geprägt. Emergente Strukturen, das sind Ordnungsprinzipien, die irgendwie auf einer höheren Ebene scheinbar angesiedelt sind, ne? Die man nicht alleine aus dem, was man durch die sonstigen Naturgesetze berechnen kann, ableiten kann. Im Prinzip ist das schon ein Phänomen, was Sie schon haben bei Wasser, als Beispiel auch nur. Wenn Sie Wasser, das wissen Sie aus Sauerstoff und Wasserstoff, aus den atomaren und gasförmigen oder den Eigenschaften des Wasserstoffs und des Sauerstoffs, wenn Sie das aufs Genaueste kennen, Sie wissen längst nicht, nicht im Ansatz wüssten Sie, was Wasser ist, ne? Das heißt also, im Wasser zum Beispiel kommt etwas ganz anderes noch zum Ausdruck, was Sie nicht unbedingt aus den Bestandteilen ableiten können. Und so mag es sein, ich kann das nur so formulieren, mag es sein, dass eben den Berechnungen, die hier zugrunde liegen, man kann ja diese Dinge sehr genau berechnen und es liegen diesem ja ganz präzise Berechnungen zugrunde, dass aber es darüber gibt Ordnungsstrukturen, die, ja, die im Grunde genommen fundamentaler sind. Und es gibt da nicht nur Ordnungsstrukturen, es gibt auch zwischen diesen verschiedenen Ordnungseinzelbildern, wie wir sie in unserem Planetensystem sehen, scheinbar irgendeine geheimnisvolle Beziehung. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass sich dann so eine Transformation einstellt. So, das hatten wir gesehen, hier dieses Hexagramm in ungefähr 83 Jahren. Zwei Hexagramme, oder? Wird natürlich dann 165 Jahre ungefähr dauern. In Verbindung gesetzt mit dem Uranus, ergibt sich dann im Inneren eine fünfzählige Figur. Und ich hatte Ihnen das von der Venusrotation gesagt, in Verbindung mit der Erde die Zahl 5, in Verbindung mit dem nächsten Planeten, dem Mars, die Zahl 10 und mit Jupiter die Zahl 15. Und hier, wenn Sie jetzt hier anstatt Mars, Jupiter, Uranus lassen Sie und Sie nehmen statt Mars die Erde, ergibt sich im Inneren eine Figur, die nach der Zahl 10 geordnet ist. Und wenn Sie die Venus nehmen, nach der Zahl 20. Jetzt möchte ich Ihnen ein weiteres Bild zeigen. Das wird gebildet zwischen Venus, Mars und Neptun. Auf die gleiche Art und Weise, wie wir das Prinzip gesehen haben. Da entstehen dann nach der Zahl 7 geordnete Figuren. Hier wird dann die Position des Mars aufgetragen aus Sicht der Venus, immer wenn eine Venus-Neptun-Konjunktion stattfindet. Und das sind dann ein paar hundert Jahre, bis sich diese Figur bildet.
Und ist vielleicht eine der schönsten, die von diesen vielen Figuren, die die Planeten an den Himmel zeichnen. Die geometrische Anordnung der Planeten oder der Planetenbahnen, auch das, da beziehe ich mich auf Johannes Kepler. Keplers Hauptwerk, die Harmonie in der Welt, Harmonicis Mundi, wie Kepler sein Buch genannt hat, was er 1619 geschrieben hat. Also das war dann schon eines seiner späteren Bücher, in dem er das dritte Planetengesetz veröffentlicht hat und in dem er seine Vorstellung der Sphärenharmonie dargelegt hat, unter anderem. Es ist noch sehr viel mehr in dem Buch zu finden. Was Kepler suchte, war eben das gemeinsame Band, so wie Platon das ja schon formuliert hatte und wie andere das formuliert haben oder in ähnlichen Worten, was verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel den Kosmos, die Bewegung der Planeten, die Musik, die Geometrie durchzieht, durchwirkt und was in uns als Urbild in irgendeiner Form angelegt ist. Kepler nahm seinen Ausgangspunkt 1597 im Mysterium Cosmographicum, dem Weltgeheimnis, seinem ersten Buch, wo er versucht hatte, die Planetenbahnen, die hier noch als Sphären dargestellt sind, das war noch vor der Entdeckung seiner Planetengesetze, mit den platonischen Körpern in Verbindung zu bringen. Und das kommt einigermaßen hin, aber es kommt nicht so ganz exakt hin und das stellte Kepler dann schon fest und das war dann für ihn Motivation, weiter nach der Ordnung zu suchen. Wo verbirgt sie sich denn, wenn sie hier nicht so genau ist, wie er das zuerst dachte? Und in der Anordnung der Bahnen spielt dann natürlich auch noch eine Rolle die Ellipse. Das ist Keplers erstes Planetengesetz, was er dann in der Astronomia Nova im Jahre 1609, die ersten beiden Planetengesetze sind da zu finden. Also eine Ellipse ist bestimmt durch die große Halbachse und die kleine Halbachse, die Exzentrizität, das heißt der Abstand bezogen auf eine Planetenbahn der Sonne, die in einem Brennpunkt steht, zu dem Mittelpunkt. Es gibt dann ein Perihel, einen sonnennächsten Punkt, also Perihelios, Helios griechisch die Sonne, Peribai, und Aphel, der sonnenfernste Punkt. Das bestimmt die Ellipsenbahn. Und Kepler guckte natürlich auf die großen Halbachsen, die den mittleren Abständen entsprechen. Und soweit ich weiß, auch sämtliche Versuche später nach Kepler, die Ordnung, irgendeine Ordnung über die Gravitationsgesetze hinausgehende Ordnung. Die Gravitationsgesetze regeln nur, wie sich der Planet bewegt, aber nicht an welcher Stelle er ist und an welcher Stelle der nächste kommt. Man hat also auch noch versucht, aber man hat da letztlich kein befriedigendes Ergebnis gehabt und nie gefunden, wie die Planetenbahnen angeordnet sind. Also man kann zwar ausgerechnet die einzelne Bahn berechnen, aber wie die Bahnen in Beziehung stehen, ist eine andere Frage. Und da geht man normalerweise vom mittleren Abstand, das scheint auch vernünftig aus, aber ich habe mir dann aus bestimmten Gründen, also ich kam jedenfalls irgendwann darauf, dass vielleicht die kleine Halbachse da eine viel größere Rolle spielt. Wenn man mal die Verhältnisse der kleinen Achsen aufträgt, hier einfach als Kreise symbolisiert im Planetensystem, dann sieht man nämlich sehr schnell, dass man eine symmetrische, fast spiegelbildliche Anordnung hat von Mars haben wir hier, zu Merkur haben wir ein Verhältnis der kleinen Halbachsen von 4 zu 1 und von Pluto zu Saturn ebenfalls, 25 zu 1 von Pluto zu Mars und umgekehrt Saturn zu Merkur. Und dann gibt es weitere ganzzahlige Verhältnisse zwischen Pluto und Uranus und zwischen Uranus und Saturn, wobei hier die Übereinstimmung natürlich nicht hundertprozentig sind, aber es sind sehr, sehr gute Annäherungen.
Und wenn hier steht zum Beispiel 4 zu 1, dann ist es vielleicht 4,01 zu 1. Also es sind Übereinstimmungen, die nicht hundertprozentig sind. Es ist eine Annäherung. Und das gucken wir uns jetzt mal etwas genauer für das äußere Planetensystem an. Ich zeichne dazu mal ein Viereck, ein Quadrat. Dem wird ein Umkreis umschrieben und ein weiteres Quadrat. In was für einem Verhältnis stehen diese beiden Quadrate jetzt? Das kann man berechnen über die Radien. Es ist auch ganz einfach, man kann es dann auch beweisen. Also das würde auch jemand, der fast überhaupt nichts von Mathematik versteht, in 3 Minuten könnte ich ihm das erklären, aber das lasse ich jetzt mal aus. Also hier diese Flächen dieser beiden Quadrate stehen exakt, jetzt geometrisch ist das, und es ist exakt zu berechnen im Verhältnis 2 zu 1. Also das äußere Quadrat, was durch diesen Kreis abgeteilt wird, zum inneren strukturiert wird, hat genau die doppelt so große Fläche wie das innere Quadrat. Und das kann man dann fortsetzen natürlich, noch einen Umkreis und noch ein Quadrat. Und was ist jetzt das Verhältnis von dem äußeren zu dem inneren Quadrat? Das ist aber mal ein bisschen Beteiligung. Bravo! Natürlich 2 mal 2, 4 zu 1. Und das hatten wir gesehen, 4 zu 1 zwischen Pluto und Saturn und 2 zu 1 jeweils zwischen Pluto-Uranus und Uranus-Saturn. Und wenn man jetzt sich noch diesen Kreis anschaut, das kann man dann auch genau berechnen, dann steht das äußere Quadrat zu dem Kreis in einem bestimmten Verhältnis. Und zwar ist das 4 durch Pi, aber das nur für nebenbei. Also hier spielt die Kreiszahl dann eine Rolle. Und dieser Kreis hier zu dem eingeschriebenen Quadrat, das sind dann genau Pi halbe, 1,517 ungefähr. Und wundersamerweise ist das genau das Verhältnis von Neptun zu Uranus. Also mit dieser einfachen geometrischen Konstruktion können Sie die kleinen Halbachsen des äußeren Planetensystems fast hundertprozentig genau. Sie haben da ganz außen rechts die Abweichungen. Also es sind Abweichungen vorhanden, aber die Abweichungen sind so klein, wenn Sie jetzt die Strichlinie nehmen würden, das wäre noch innerhalb der Toleranz dieser Strichlinie, Strichstärke, wenn Sie das zeichnen. Also man hat hier zumindest eine sehr gute geometrische Annäherung an die Verhältnisse der kleinen Halbachsen. So wie Kepler finden wollte mit den platonischen Körpern eine Annäherung an die Verhältnisse der großen Halbachsen, der mittleren Abstände. Und dann zeigt sich, dass man sämtliche Verhältnisse zwischen den Planeten annähern kann durch ganz einfache geometrische Konstruktionen. Auf der linken Seite haben wir hier Saturn-Mars. Das Verhältnis ist genau wie von dem äußeren roten Kreis zu dem inneren Quadrat. Einfach durch mehrere Quadrate und Kreise abgeteilt, beziehungsweise ein Dreieck. Also ein Dreieck, wenn Sie da den Innenkreis und den Umkreis nehmen, das ist nämlich auch genau 4 zu 1, das entspricht 2 Quadraten. Oder auf der anderen Seite diese Konstruktion, damit haben Sie also mit noch besserer Annäherung, als wir es vorher hatten, das Verhältnis von Jupiter zu Erde. Und in der nächsten Grafik, das waren eben die beiden Hauptfiguren. Und Sie können sich denken, dass Sie eine übergeordnete Figur finden, wo diese Figuren auftreten. Und zwar ist das der 12-Stern, 3 und 4 eben, Dreieck und Viereck. Und da sind jetzt noch ein paar andere Linien und Buchstaben eingezeichnet. Und alle Verhältnisse zwischen den kleinen Halbachsen der Planeten sind mit durchschnittlich ungefähr 0,1% Abweichung durch die hier dargestellten Verhältnisse anzunähern. Da finden Sie jetzt nochmal die
Berechnungen oder die Zahlenverhältnisse, die genauen, die brauchen uns jetzt auch im Einzelnen nicht zu interessieren. Wir hatten das unterste, zweitoberste, da war Pi halbe, das entsprach Neptun zu Uranus. Das würde hier F4 zu A6, das wäre also dieser Kreis mit dem Radius 4 und dieses Quadrat hier, beziehungsweise das aufs Gleiche rauskommt, dieses Zwölfeck. Also in diesem Zwölfstern finden Sie die Verhältnisse der kleinen Halbachse mit äußerster Präzision angenähert. Und das ist schon doch zumindest auffällig. Ich habe dann auch mal versucht, dafür eine Wahrscheinlichkeitsbestimmung zu machen. Also das ist äußerst unwahrscheinlich, dass das reiner Zufall ist. Was es dann aber ist, kann ich Ihnen natürlich auch nicht sagen. Aber dass das rein zufällig so wäre, das ist vielleicht die Chance von 1 zu 1 Million oder so. Je nachdem, wie man da, man muss da so ein paar Voraussetzungen treffen und je nachdem, wie man die trifft, kommt man auf 1 zu 100.000 oder 1 zu 10 Millionen oder im Schnitt vielleicht 1 zu 1 Million. Also wie gesagt, das ist ziemlich unwahrscheinlich, aber es ist jedenfalls so. Und auch der Sonnendurchmesser korrespondiert damit ausgezeichnet. Mit so einer Konstruktion, auch nur aus Quadraten und Kreisen bestehen, können Sie den Sonnendurchmesser dann mit dem Merkur, dem innersten Planeten, ausgezeichnet in Relation setzen. Und diese ganzen Figuren habe ich dann zusammengefasst in dieser Abbildung. Das war auch so ziemlich, also das ist eigentlich das, wo mir die Idee kam, das die Signatur der Sphären zu nennen. Es war irgendwie dieses Bild. Obwohl inzwischen oder später hat sich dann ergeben, dass die Signatur der Sphären eigentlich viel umfassender ist. Aber mit diesem Bild kam mir die Idee, dass das also mehr als nur irgendein geometrischer Vergleich ist, sondern dass das wirklich wie eine Art Signatur ist. Also der Zwölfstern scheint es, oder die Verhältnisse im Zwölfstern scheint irgendwie eine übergeordnete Struktur zu geben, oder zumindest kann man es so formulieren, dass im Zwölfstern und in der Anordnung der Planeten die gleichen Verhältnisse zum Ausdruck kommen. Worauf das beruhen mag, ist wie gesagt eine ganz andere Frage. Und die 12 scheint hier in der räumlichen Anordnung eine große Rolle zu spielen. Und wir finden sie jetzt noch einmal, und damit will ich dann zum Schluss kommen. Und zwar in dem äußeren Planetensystem. Und dazu werden wir jetzt die drei massivsten Planeten in Beziehung setzen. Das ist Jupiter, Saturn und Neptun. In diesem Fall haben wir jetzt mal eine Darstellung mit einem Planeten in der Mitte. Also Sie sehen hier den Saturn in der Mitte. Die Sonne kreist jetzt um den Saturn, ist also natürlich dann die Spiegelung. Der Jupiter um die Sonne. Außen der Neptun auch um die Sonne. Und wenn wir jetzt eine Jupiter-Neptun-Konjunktion haben, in dem Moment wird die Position des Neptun markiert und mit der vorausgehenden verbunden. Hier haben wir ein Zeitintervall, also durchschnittlich 12,8 Jahre. Der Mittelwert sind 4669 Tage und das sind 12,8 Jahre. Und hier dauert es eben ein paar tausend Jahre, bis sich dann diese Figur dann zeigt. Und ich sagte das schon, wenn man jetzt die Sonne in die Mitte setzt, ich kann Ihnen das nur mal zeigen, ganz kurz. Wir nehmen jetzt hier die Sonne in die Mitte, hier haben wir Saturn, die Sonne, Jupiter, Saturn und die Mittelpunkte, Jupiter, Saturn, Neptun, die Mittelpunkte, Jupiter-Neptun-Konjunktion.
Jetzt zeichnen wir mal sofort die 500 Konjunktionen. Also da sehen Sie mal, da, wenn Sie das berechnen wollten, müssten Sie wirklich Jahre dran sitzen. Das macht der Computer noch nicht mal mit einem Augenzucken. Sie sehen also diese roten Punkte, das sind jetzt die Mittelpunkte dieser Raumgeraden. Das ist ganz genau die gleiche Ordnungsstruktur, heliozentrisch, wie wir vorher eben mit dem Saturn in der Mitte gesehen haben. Also diese heliozentrische und planetozentrische Darstellung führen zu den gleichen Bildungsprinzipien, zu den gleichen Figuren. Gut, ich hoffe, Sie hatten Freude, vor allen Dingen jetzt an der letzten Bildung, wie sich aus dem scheinbaren, der scheinbaren Unordnung in langen Zeiträumen eine übergeordnete Struktur ergibt. Und man kann sich nur wünschen, dass in der Unordnung des eigenen Lebens man einmal eines Tages auch den Blick von weit oben hat, um das zu sehen, wie die Fäden da eigentlich zusammenlaufen. Und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.